Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt! Haltet durch! Schon unterwegs! Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Ja, ja, das haben wir mitbekommen. Ganz am Anfang. Der alte Bär. Elias. Sophia. Das macht mich schon ein bisschen traurig. Im Hintergrund hört sich an wie ein alter Föhn, ey. Das würde ich noch nehmen, Bogenexperte. Ah, das andere würde ich auch noch nehmen. Ah, es gibt so vieles noch. Gut. Da ist was zum Sammeln. Es ist fast ein Jahrzehnt her, dass wir Kitesh verloren haben. In den ersten Jahren dachte ich, wir würden sterben. Wir sind die Verbliebenen eines einst großen Volkes, aber wir überlebten. Der Kampf wurde zur zweiten Natur und dann zur Lebensweise. Unsere Zahl verringert sich nicht mehr. Wir werden vielleicht nie wieder groß, aber wir überleben. Diesen Winter und den nächsten. Ich weiß es, denn Gott gab uns ein Zeichen. Letzte Nacht kam ein Wilder in unser Camp, abgemagert und von Fieber geschüttelt. Wir gaben ihm Essen, schnitten seinen Bart und säuberten seine Wunden. Die anderen erkennen ihn noch nicht, es ist zu lange her. Aber ich kenne ihn. Der Prophet. Der Prophet ist zurückgekehrt. Oh ja, Kollege Bratwurst hier. Huhu, warte mal eben. Da habe ich eine ganz tolle Überraschung für dich. Grandios, das Ganze. Du wirst es mögen. Guck mal, oh. Freude pur. Ich sehe es dir an. Danke, dass du es so schätzt. Team 5, wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Hi, ich bin Sneaky. Willkommen zu Jackass, keine Ahnung. Werfen wir doch einfach ein paar Granaten rein und gut. Warum darf ich nicht auch mit Granaten werfen? Da unten sein. Hi, wie wär's damit? Oh ja, das bin ich. Klingt wie Katniss. Ist ja auch dieselbe Synchronsprecherin, lul. La, ich will laufen. Lass mich in Ruhe. Verkackt, Junge. Scheiße, ich muss da mal reinbauen hier. Upsala. Tut mir leid. Au. Upsala. Upsala. Oh, das war wohl nicht so geil mit der Deckung, wa? Upsala. Oh. Na da, oh, hast du schon. Cool. Upsala.
Feind entdeckt! Feind entdeckt! Wo seid ihr? Ihr alten Arschgurken hier, ey. Hey, wie wär's denn damit? Aua. Jetzt juckt's mir an meinem Ohr, ey. Was ist da los? Upsala. Oh, was willst du tun? Jacob, sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Drahtseil. Neue Ausrüstung. Ja. Top. Er ist jetzt auch keine Überraschung für mich gerade. Es sind schon drei neue Sachen. In der ganzen Zeit hier, ey. Feuerpfeile, Explosionspfeile, Drahtseil. Das Ding ist echt geil. Da kann ich so lustige Sachen machen. Das machen Sachen, genau. Sowas auch, lol. Auch die Gebeine der Erde bieten Reichtümer an. Und wir haben gelernt, zu überleben und zu bestehen. Öl brodelt von unten herauf. Man findet es an tiefen Orten, in Höhlen und den Gräbern unserer Ahnen. Und es brennt ohne große Mühe. In Kriegszeiten bestreichen wir Pfeile damit, sodass sie brennen. Noch tiefer findet man Metall, in tiefen, glänzenden Adern, aus denen Erz abgebaut werden kann. Aus dem Metall schmieden wir Werkzeuge. Aber eines Tages werden wir es brauchen, um die Sowjetwaffen zu reparieren. In Harmonie mit dem Land zu leben,
bedeutet selten Harmonie mit unseren Mitmenschen. Ja, da hinten sind noch Münzen gewesen, die habe ich jetzt verloren, egal. Da mache ich mir heute nicht die Mühe zu. Ich höchstens selber, wenn ich nochmal das Spiel für mich nochmal weiterspiele. Das ist auch möglich, voll geil eigentlich. Einfach nur so ein Ding zu werfen und dann zack, da so hoch zu klettern. Mir bleibt keine. Teil 1 von vollautomatische Flinte. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Das muss einfach mal sein. Ich brauche ein bisschen mehr Wumms hinter dem Ding. Es ist schon wichtig, dass ich das schneller nachlade und schneller schießen tue. Stehe ich da die ganze Zeit und denke mir so, oh Scheiße, oh Scheiße. Wie vorhin schon passiert, ey. So, wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich auch sowas machen. Besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig, aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Ach ja, das da unten. Ich erinnere mich. Das muss mit Sprengfall öffnen. Letztes Mal habe ich mich da runtergeschleudert. Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Es lässt mich komische Sachen denken. Über Jacob. Ist er vielleicht auch unsterblich? Ich weiß es selbst nicht. Ich habe keine Ahnung. Hoppla. Habe ich das Versteck da oben vercheckt? Ja, nee. Also da will ich jetzt doch nochmal zurück, ne? Also ich will nicht alles sammeln, aber trotzdem so ein bisschen noch. Und ich würde auch gerne nochmal zum Lager zurück, nochmal da hinten, um mir nochmal geilen Stuff zu organisieren. Ich habe jetzt 117 Münzen.
Irgendwas dürfte da noch drin sein. Ich bin tot, geil. Das habe ich allerdings auch nicht gewusst. Ja, egal. Der Sound loopt nicht gut. Hinten war noch irgendwer zum Schnacken, aber ob das eine Mission war, weiß ich nicht. Ist er jetzt gar nicht da? Beim letzten Mal war hier einer. Da ist er. Wir leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Oh, hallo. Hätte nichts Interessantes zu erzählen, das wäre echt langweilig. Aber hier kommen wir zu einer wunderschönen Stealth-Stelle, wo ich mir den Arsch aufgerissen habe, richtig krass sneaky zu sein. Das hat gut geklappt. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wäre. Warum stand gerade stille Nacht? Das hat mich gerade hart getriggert. Ne? Hier sind noch ein paar Leute. Ich muss nur irgendwen wegsnacken und. Das müssen sie sein. Hierher locken. Ich hatte gehofft, mit Ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's? Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Er ist getriggert, gut. Ich arbeite jetzt ungefähr. Na komm her. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gewirkt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet. Ist ein Pfeil auf der Stadt verschwunden. Na komm her. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Genieße es. Meistens sind die Jobs viel kleiner und diskreter. Gerade. Das hier ist nicht übel. Ja, ich weiß nicht. Jetzt muss ich nur noch irgendwie. Oh. Der sieht ihn da hinten, ne? Er hat ihn entdeckt. Er hat ihn nicht entdeckt. Ach, wie geil. Kann ich den auch noch. Kann ich den nochmal präparieren? Nee. Schade. Aber ihn hier kann ich präparieren. Hoffentlich lohnt es sich. Hey, Leute, ihr habt da was gehört. Nicht? Hey, Leute, ihr habt da was gehört. Leute, ihr habt da was gehört. Ich sehe mal nach. Ja, guck's dir an. Das läuft jetzt nicht wie geplant. Okay, jetzt dürfte es nur noch der da hinten sein und den kann ich einfach so wegsnacken. Deswegen gebe ich Headshot hier. Komm, gönn dir, Bruder. Ohne groß Trara alles weggemacht. So.
Shit, da ist ja noch einer. Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. So, was war hier noch? Munition, das Zeug, das Zeug. Ja, es wird gleich noch lustig.